In dem Legendenentstehen stammt die Sage, dass vor langer Zeit in einer seltsamen und ungewöhnlichen Nacht, einer Nacht voller Geheimnisse, 7 heilige Steine einen magischen Energiestoß erhielten. Die Steine wurden so mächtig, dass nichts und niemand sie beherrschen konnte. Wenn diese 7 Steine wieder vereint werden, wird das der Beginn einer neuen Ära voller Wunder und Geheimnisse sein. Mein Vater hat mir wieder ein Päckchen geschickt. Einen weiteren Powerstone und einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Daraufhin bin ich nach Waldland geflogen. Dort habe ich einen großartigen Koch namens Wang Tang getroffen, der für den neuen Powerstone Verwendung hatte. Ich habe mich auch verwandelt und mit Wang Tang ein ungeheures Duell ausgefochten. Ich habe verloren, was mir deutlich gemacht hat, dass ich noch viel mehr trainieren muss. Falcon! Wo hast du denn gesteckt? Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Arbeitest du heute gar nicht? Wenn du damit meinst, ob ich heute noch kochen muss, nein. Danke, weißt du was? Ich werde in den Tempel zurückkehren. Gehst du auch? Dann haben wir Gelegenheit, gemeinsam zu trainieren. Danke. Das ist eine großartige Idee. Ich will trainieren und lernen, wie ich meinen Powerstone einsetzen kann, weißt du? Der Manpuku-Tempel ist dafür genau der richtige Ort, wenn du soweit bist. Gut, ich bin dabei. Darauf habe ich mich schon den ganzen Morgen gefreut. Ryoma! Na du, wo willst du denn hin, Falcon? Zum Tempel. Wir wollen dort ein bisschen trainieren, aber du bleibst besser hier und isst deine Nudeln. Na los, lass uns gehen, Wang Tang. Klar doch. Ihr geht jetzt trainieren? Könnt ihr so lange warten, bis ich... Los rein mit euch Glitznudeln, rein jetzt. Oh. Hey, hey, ihr könntet ja schon ein bisschen auf mich warten. Falcon und Wang Tang wollen also mit dem Power Stone. Tja, aber ich will ohne den Stein trainieren. Also das ist ein ganz enormer Unterschied. Hä? Was meinst du mit enorm? Ich habe nur mit mir selbst geredet. Junger Herr! Oh nein, der schon wieder. Wie geht's Ihnen, Apollos? Ich versuche verzweifelt, Ihnen zu folgen. Und ich versichere Ihnen, es ist nicht einfach, Ihnen auf den Fersen zu bleiben. Naja. Es ist alles in Ordnung. Verraten Sie mir nur, ob Sie Ihren Vater gefunden haben. Nein, bis jetzt habe ich ihn noch nicht gefunden. Wir wollen jetzt mit dem Training anfangen. Ich werde Ihnen sagen, wie wir es machen. Wir suchen nach dem alten Herrn, wenn ich wieder zurück bin. Junger Herr, einen Augenblick noch bitte also. Junger Herr! Wer ist das schon wieder? Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das nicht Falcon ist, schön dich zu sehen. Was für eine... Welche Überraschung. Ist deine Schwester auch hier? Falcon, hier drüben bin ich. Stell dir vor, wir gehen mit unserer Vorstellung auf Tournee. Ich freue mich so, dich wiederzusehen nach allem, was wir miteinander durchgemacht haben. Würdest du mich vielleicht in Ruhe lassen, bitte? Was für Kämpfe wir bestritten haben. Wir sehen uns später, nicht wahr? Abflug, Freunde. Na gut, wir sehen uns.
Ich bin sehr beeindruckt, Falcon. Du bist ja ein richtiger Weiberheld geworden. Quatsch. Das ist keine Sie, das ist ein Er. Was? Hallo! Wiedersehen, Falcon. Ist nicht dein Ernst. Bist du dir da ganz sicher, wirklich? Er ist Schauspieler in einer Show und er ist sogar ziemlich gut darin. Falcon, Wiedersehen! Hier werden wir in Kürze auch trainieren. Ein Ort, der gleich gute Laune macht. Da hast du recht, das ist richtig gut. Also, hinein ins Vergnügen, los! Ja! Eines Tages harter Last gibt es nichts Besseres als ein herzhaftes Essen. Da hast du recht, es sieht wirklich fantastisch aus. Ehrlich, du bist ein großartiger Koch, Wang Tang. Oh, ich sterbe vor Hunger. Einen Augenblick noch. Mein ganz besonderer Kniff und alles ist fertig. Guten Appetit. Also gut, Jungs, greift zu. Wirklich fabelhaft. Das wird deinen guten Ruf als Koch noch steigern. Übertreib nicht. Ich kann nur sagen, köstlich. Sag mal, ob wir durch das Training so weit kommen, den Powerstone zu kontrollieren, Wang Tang? Ehrlich, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall werde ich meinen Powerstone in den Griff kriegen. Meine lieben Schüler. Oh, Sensei. Ihr grünen Jungs müsst noch eine ganze Menge lernen. Nur Weicheier pusten in ihre Suppe, bevor sie den ersten Löffel nehmen. Nur einer, der im Herzen ein Krieger ist, ein wahrer Krieger, kann die Hitze ertragen. Oh, die ist wahnsinnig heiß. Du musst noch sehr viel lernen, mein Sohn. Das ist wirklich ein leckeres Süppchen, Wang Tang. Das Ei macht den Unterschied. Kann ich wohl doch einen Nachschlag haben? Ich bin gleich wieder zurück. Wisst ihr was? Ihr werdet das Powerstone-Training hier niemals beenden. Was? Aber wie denn dann? Hier ist noch heiße Suppe. Kostet sie. Da läuft dir das Wasser durch den Mund. Hast du etwa das Ei vergessen? Sagenhaft, er ist wirklich ein Meister. Nicht mal gezuckt. Mit dem entsprechenden Training ist das ein Klacks. Ich muss schon sagen, das geht einem runter wie Honig, Wang Tang. Noch ein Nachschlag. Wir haben keine Eier mehr, Meister. In diesem Fall verzichte ich, danke. Noch nicht gehen, bitte. Verratet uns, Sensei. Wie sollen wir trainieren? Sollen wir zusätzliche Übungen ins Training aufnehmen? Ihr könnt Folgendes tun. Holt mir ein schönes, frisches Ei aus dem Nest des großen Adlers. Aber Sensei, was hat denn ein Adler mit unserem Powerstone-Training zu tun? Ach, ihr grünen Jungs. Der Weg zum Gipfel des Bergs Min Min ist äußerst beschwerlich. Ihr müsst reißende Flüsse durchwaten, Klippen erklimmen, unzählige widrige Situationen meistern und eine Menge unvorhersehbare Schwierigkeiten überwinden. Wem es gelingt, das Ei des großen Adlers herbeizuschaffen, meistert auch die Geheimnisse des Power Stones. Also, was sagt ihr dazu? Stellt ihr euch der ultimativen Herausforderung? Ja, natürlich. Ich werde es schaffen. Ich werde das Ei des Adlers besorgen. Und Wang Tang, willst du den beschwerlichen Weg auch gehen? Aber natürlich, ich bin dabei, Sensei. Findet das Ei und macht dem Tempel alle Ehre. Der Berg Min Min also. Alles bereit? Das ist echt stark. Ich werde mit dem Adlerei zurückkommen. Hey, da rede ich auch ein Wort mit. Und mich dürft ihr auch nicht vergessen.
Hey, Falcon, Ryoma. Rouge, welche Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Tja, ich dachte mir, ich lasse die Menschen hier auch einmal in die Zukunft blicken. Du warst immer schon nett zu allen. Wo wollt ihr denn hin? Wir trainieren am Berg Min Min. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß. Werden wir haben. Bis dann. Wiedersehen. Oh, hütet euch vor Affen und Adlern. Genau hier beginnt der Weg zum Gipfel. Na warte, das sind verdammt viele Stufen. Stein, Schere, Papier. Habt ihr? Links, zwei, drei, vier. Links, zwei und halt. Und? Was und? Na los, ihr müden Krieger, macht mit. Mitmachen bei was denn? Also jetzt macht mal halblang. Habt ihr das noch nie gespielt? Wie, das ist ein Spiel? Hä? Warum hat er das nicht gleich gesagt? Ich hab doch nur von Stein, Schere, Papier gesprochen. Warum sind die dann gleich weggerannt? Oh. Halt! Hey, wartet auf mich! Brutal, die Stufen hochzulaufen. Ja. Ihr Pfeifen, ihr seid einfach ohne mich losgelaufen. Das ist nicht fair. Alles klar, kann's jetzt weitergehen? Ja. Hey, Augenblick mal. Ich bin gerade erst angekommen. Nur ein wenig verschnaufen. Wenn du dich überfordert fühlst, dann gib doch einfach auf. Bist du verrückt oder was? Ich lasse mich doch nicht so leicht von euch besiegen. Dieses Ei gehört mir. Gehen wir. Da kommen sie. Oh, Frau Falcon, hier oben zu sein, war keine so gute Idee. Mein kleines, armes Herz, es pocht wie wild. Sei nicht gar so melodramatisch. Wir hauen den Dreien eins über die Rübe und dann kassieren wir uns ihre Powerstones. Wir haben versagt. Versuchen wir es weiter oben nochmal. Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind, Ayame? Wie hin? Wir sind im Wald. Es hilft nichts. Einer von uns dreien muss als erster vorangehen. Das muss ein Zeichen sein. Wenn ich zu Hause trainiert habe, haben wir auch häufig die Affengesellschaft geleistet. Hey! Hört auf damit! Lasst mich in Ruhe und verschwindet hier! Ich hab versagt! Schon wieder!
Was meinst du, ist mit Ryoma alles in Ordnung? Ja, ihm fehlt nichts. Aber glücklich wird er bestimmt nicht sein. Jetzt sind nur noch wir beide übrig, Kleiner. Das ist ein echtes Duell. Das drauf. Du schaffst es, Falcon! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Du brauchst mir nicht helfen. Diese steile Felswand wird sicher eine harte Nuss, meinst du nicht? Wer als Erster den Adlerhorst erreicht, gewinnt. Alte japanische Weisheit. Steigen wir ein. Ich bin bereit. Da ist er. Kleines Wettrennen gefällig, Falcon? Ach, gib nicht so an. Riesenteil! Auf, du! Hör das Vieh, hör auf! Mein Tang, geh schon vor! Geh ohne mich weiter! Na los doch! Lenk ihn inzwischen ab! Ich hole jetzt das Ei und dann komme ich dir zur Hilfe! Beeil dich, mach schon! Au! Au! Ich kann mich nicht mehr! Fliegen! Dank des Powerstones komme ich als Erster hin und bin Sieger! Ich bin es wohl nicht wert, einen Powerstone zu besitzen. Schon wieder einer! Du musst mir ja nun wirklich nicht alles nachmachen. Ach, Mensch. Das darf mir nicht auch passieren. Ich werde mich durchsetzen. Ich bin ein wahrer Krieger. Entschuldige bitte, aber ich muss meinem Sensei eins deiner kostbaren Eier mitbringen. Ich hab's geschafft!
das war's dann. Wang Tang hat das Ei des großen Adlers geholt. Gut gemacht, du bist ja mein Schüler. Es ist genauso gewesen, wie ihr es gesagt habt, Sensei. Ich habe gelernt, meinen Power Stone einzusetzen. Ich habe gelernt, wie man ihn verwendet und habe die Herausforderung bewältigt. Das ist eine wichtige Lektion. Ein Krieger muss vollkommen sein. Und das erreicht er nur durch Training. Training ist alles. Alles ist Training. Das ist richtig. Ihr habt recht, Sensei. Nach diesem glorreichen Abenteuer muss euch der Magen bis auf die Kniekehlen hängen. Das kann man sagen. Ja, das stimmt. Oh ja. Bitteschön. Das riecht lecker. Und sieht auch lecker aus. Ja, dann greift mal zu. Ich befürchte, ihr bekommt nichts ab davon. Das Ei des großen Adlers ist eine Delikatesse und nur Kriegern vorbehalten. wirklich köstlich. Adler-Eier schmecken einfach fantastisch. Oma, sieh dir das an, wie er sich schmecken lässt. Glaubst du, er hat uns nur auf den Berg gehetzt, weil er so ein köstliches Adlerei haben wollte? Hm? Aber Sensei, darf ich bemerken, dass das gar nicht das Adlerei ist, das ihr da esst? Was ist wie? Ich habe mir das Adlerei nur ausgeborgt. Der Adler hat es mir freiwillig gegeben, daher kann ich es nicht essen. Morgen bringe ich es ihm wieder zurück. Wusste ich doch, du bist ein wahrer Krieger. Der Legende zufolge hält der Besitzer eines Powerstones die Macht in Händen, Leben zu vernichten oder zu schaffen, Dunkelheit heraufzubeschwören oder gleißendes Licht erstrahlen zu lassen, die Macht, jeden Traum wahr werden zu lassen.